Ja, und nach der schönen Borussia Dortmund-Hymne begrüße ich euch wieder zu einer weiteren Prognose. Mal wieder mit Dortmund als Heimmannschaft. Letztes Mal ja schon gegen Bayern München aktiv, vor 2 Wochen. Heute mal wieder in einem Topspiel, nämlich gegen Bayer Leverkusen, gegen den jetzigen Zweiten. Und somit haben wir wieder ein Heimspiel für Dortmund. Die Aufstellung, denke ich, nicht so sonderlich besonders. Friedrich natürlich wieder in der Innenverteidigung mit Sokrates zusammen. Und auch bei Bayer Leverkusen nichts besonders, ja, Außergewöhnliches. Sam ja weiterhin verletzt, somit Castro auf der rechten Seite. Denke ich, sieht man hier nochmal ganz schön. Und sonst dürfte es ja eigentlich keine große Veränderung geben. Beide Teams treten mit ein paar kleinen Schwächen an, also ein bisschen geschwächt. Aber trotzdem wird es hier, denke ich, eine sehr, sehr gute Partie. Leverkusen hat hier Anschluss, spielt in den schwarzen Trikots von rechts nach links. Und ja, gucken wir nochmal, was hier als erstes mal so gehen kann. Dortmund hier direkt im Angriff mit Lewandowski, der natürlich hier eine prägende Figur sein soll. Direkt den Ball auf Reus, der ist hier schon fast durch, schießt auch den Ball aufs Tor oder versucht ihn zumindest aufs Tor zu schießen. Ja, aber ein Stück, ein bisschen, ja, am Tor vorbei. Hier sieht man es nochmal schön in der Wiederholung. Lewandowski mit dem Pass auf Reus und der, ja, haut ihn doch dann 1-2 Meter am Tor vorbei. Nächste Chance gehört diesmal Bayer Leverkusen auf die überliegende Seite über Heung-Min Son. Bringt die Flanke rein auf Kießling, der natürlich da auch sehr, sehr gefährlich ist, aber wird nochmal abgefälscht von dem Dortmunder Spieler. Gibt somit also die Ecke, die auch getreten wird dann von Heung-Min Son. Und ja, kommt nicht sonderlich gefährlich. Jetzt nochmal vielleicht der Kopfball, aber da kann Dortmund dann auch nochmal sehr, sehr gut klären. Und ja, Leverkusen versucht direkt weiter mit dem Angriff, aber Dortmund kontert, das können sie ja besonders gut. Schein mit einem richtig guten Pass auf Blaschikowski. Der legt nochmal in die Mitte weiter auf Mkhitaryan. Aber der kann leider nicht genug Druck aus Dortmunder Sicht nicht genug Druck unter den Ball bringen. Und somit auch, ja, einfache Beute für Leno. Aber es gibt direkt die nächste Chance für Dortmund. In der Ecke über Şahin, über Manuel Friedrich und über Lewandowski, der hier den Ball bekommt und es einfach mal probiert. Aber auch der Ball geht, ja, ziemlich weit am Tor vorbei. Noch kein wirkliches Glück bei Lewandowski und bei der ganzen Dortmunder Mannschaft dabei. Aber trotzdem schon aktiver als Leverkusen auf jeden Fall in dieser Partie, die bis jetzt noch nicht so viel hinbekommen haben. Nächste Chance hier, langer Ball auf Lewandowski, der direkt weiter auf Marco Reus, der, ja, sich so ein bisschen festdribbelt, aber dann nochmal Lewandowski findet, der hier in der Mitte sich auch gut freiläuft, setzt sich hier gut gegen den Gegenspieler durch, schießt einfach mal aufs Tor und da ist schon direkt das 1-0 für Borussia Dortmund. In der 45. Minute ist Robert Lewandowski erfolgreich und kann hier direkt das 1-0 verbuchen für Borussia Dortmund. Sehr, sehr guter Start, sag ich mal, oder gute Halbzeit allgemein von Dortmund. Und ja, Lewandowski macht jetzt hier das 1-0 klar. Im Hintergrund natürlich weiterhin die Torhymne von Borussia Dortmund, ja. Und muss ich mal sehen, wie ich das mit den schon ganzen Torhymnen mache, aber dazu komme ich auch gleich nochmal kurz. Egal, auf jeden Fall hier nochmal das schöne Tor, nochmal in der dritten Wiederholung zu sehen von Lewandowski. Somit, wie gesagt, jetzt 1-0 zur Halbzeit. Oder in der 45. Minute und es dürfte dann, denke ich, auch gleich Halbzeit sein. So viel kann ich schon mal verraten. Genau, jetzt kommt der Ball nochmal nach hinten und da ist dann auch Halbzeit. 45 Minuten sind gespielt in dieser Partie und es steht 1-0 für Borussia Dortmund nach 45 Minuten. Durch das Tor von Lewandowski, natürlich eben gerade gesehen. Und wir sind gespannt, ob Leverkusen in der zweiten Halbzeit dann nochmal irgendwie zurückkommen kann, die jetzt auch direkt beginnt. Diesmal natürlich Dortmund von rechts nach links. Seiten wurden natürlich gewechselt und gucken wir nochmal, die erste Chance gehört wieder Dortmund über Lewandowski, über Mkhitaryan, der hier schon fast durch ist, aber noch ein bisschen das Tempo verliert. Der Ball kommt über Bender wieder zu Lewandowski, der mit der nächsten Chance, aber diesmal ist Leno ganz sicher da und kann den Ball auch gut zur Ecke abwehren. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung, Mkhitaryan spielt den Ball irgendwie noch auf Bender, der legt weiter auf Lewandowski und der mit einem relativ guten Schuss, aber wie gesagt, letztendlich auch keine Probleme für Bernd Leno im Leverkusener Tor. Und dann kommt jetzt hier die Ecke durch Nuri Şahin und Friedrich mit dem Kopfball, aber ja, auch sichere Beute hier wieder für Bernd Leno, der ja gegen Manchester United 5 Dinger kassieren musste, aber es lag nicht unbedingt an ihm. Sondern eine ganze Mannschaft. Erster Wechsel bei Dortmund. Aubameyang kommt in die Partie für Blaschikowski. Ist ja unbedingt, oder meistens der Standardwechsel bei Dortmund. Aber jetzt kommt Leverkusen zum Angriff. Heung-Min Son ist hier schön durch. Versucht auch den Schuss. Der geht leider noch an den Pfosten. Aber da ist Stefan Kießling und staubt ab zum 1-1. Und wieso ihr jetzt keine Torhymne hört, muss ich kurz erklären. Ich habe noch Sachen von FIFA 13 und die alten Torhymnen und sowas auf meinem PC. Und die habe ich noch nicht hinzufügen können oder habe ich noch nicht hinzugefügt, weil manche noch nicht aktuell sind. Ich bin gerade dabei, neue runterzuladen und in der nächsten Prognose werdet ihr auf jeden Fall auch von allen Mannschaften die Torhymnen sehen und die Einlaufhymnen und sowas alles. Also da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Im Moment habe ich die nur von Bayern und Dortmund. Und ja, auch der erste Wechsel bei Bayer Leverkusen jetzt hier. Zur Entschädigung vielleicht nochmal. Rolfes geht raus und Hegeler kommt in die Partie.
Und bei Leverkusen versucht direkt weiter, aber mit einem schlimmen Fehlpass hier. Lewandowski ist durch, aber scheitert auch hier wieder an Bernd Leno, der wirklich eine sehr, sehr starke, gute Partie spielt. Hier sieht man es nochmal, Reinhardt mit einem schlimmen Fehlpass. Lewandowski geht dazwischen, aber der Schuss dann, wie gesagt, letztendlich gehalten von Bernd Leno. Und auch hier gibt es wieder die Ecke hinten dran durch Marco Reus. Kommt auch gar nicht schlecht hier auf Sokratis. Der legt nochmal ab auf Nuri Sahin und auch der wiedergehalten von Bernd Leno. Also der ist wirklich Weltklasse drauf heute in dieser Partie. Man sieht, der hält eigentlich alles, bis auf das eine Tor natürlich, was Lewandowski bis jetzt geschossen hat. Auch ein sehr, sehr schöner Schuss hier von Sahin. Aber wie gesagt, Leno ist da und Dortmund jetzt mit einer wirklichen Druckphase. Die nächste Ecke direkt hinterher, wieder durch Reus. Aber diesmal kommt ihn nicht wirklich gefährlich und Bender kann ihn hier gut abfangen. Und es gibt nochmal einen Wechsel hier. Auf beiden Seiten, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und ja, Schieber kommt nochmal in die Partie für Bender und Chor für Reinhardt bei Leverkusen. Und ja, die letzten Wechsel sozusagen, die beide hier machen und direkt die nächste Ecke, beziehungsweise gibt es eigentlich gar nicht. Leverkusen jetzt nochmal im Angriff hier, aber ja, dann ist die Partie auch schon vorbei. Es gab keine weiteren Aktionen mehr nach den Wechseln und somit denke ich, ja, ein ganz ordentliches, souveränes Ergebnis beider Mannschaften. Ausgeglichene Partie und somit geht es 1-1 auch in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Prognose mal wieder. Und ja, wir haben ein gutes 1-1 zwischen den beiden Mannschaften. Ich lasse nochmal die Highlights ein bisschen im Hintergrund laufen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Prognose und haut rein.